Buongiorno, meine kleinen Macaronis. Da sind wir schon wieder mit einer weiteren Aufnahme Shadow of the Colossus. Ja, unser nächster Gegner ist ein Schweif gefangen im Wald. Schatten dümpelt eine Wand entlang. Alles sehr suspekt. Und wir machen uns einfach mal direkt auf den Weg. Ich schaue nochmal kurz, welche Richtung. Diese Richtung. Direkt da vorne durch diese Riesenspalte. Kindliche Kommentare bitte erwünscht. Wegen dieser Riesenspalte, die uns ihre Pforten öffnet. So. Ja, was haben wir gemacht? Im letzten Part haben wir das Grollen der Tiefe eliminiert. Eine Art Riesenzitteraal. Es war ziemlich einfach. Wir waren relativ schnell fertig. Also ich habe mich schon gewundert. Normal gehe ich ja fast nicht unter einer halben Stunde raus aus so einer Aufnahme. Aber hey, warum soll es nicht auch mal so laufen? Muss ja nicht immer ewig dauern. Auf jeden Fall, wir haben schon 7 Kolosse platt gemacht. Ich spiele aber auch dementsprechend lange schon. Und Nummer 8 erwartet uns. Und ich bin sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir da durch müssen. Und ich bin sehr gespannt, was uns für ein monströses Monster erwartet. War ich hier nicht schon mal? Beim Antesten oder? Ah, weißt du was, Gaul, du bist mir zu lahmarschig. Ich habe ja nicht ewig Zeit. Na gut, der Kleffer kommt ein bisschen langsam hinterher. Bin mir sicher, dass ich hier richtig bin. Das Schwert sagt uns auch hier irgendwo her. Upsa, fallen wir nicht darunter, mein Freund. Los, Arrow! Komm her! Arrow, oder wie auch immer man deinen Namen ausspricht. Für mich bist du einfach nur ein Klepper. Komm, 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 komm! Kriegst auch einen Zuckerwürfel! Arrow, genau. Nein, du sollst ihn nicht am Poppes schnüffeln. Komm, weiter geht's. Na, wenn ich hier nicht richtig bin. Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwie auf die Insel hier rüber muss. Ich schwimme jetzt einfach mal, obwohl ich nicht glaube, dass ich die Wand da hochkomme. Bin mir ziemlich sicher, hier bin ich richtig. Sollte ich hier überraschenderweise falsch sein, werde ich diese Aufnahme abbrechen und dann werde ich einfach mal die Aufnahme von vorne anfangen. Es wären dann natürlich 5 Minuten und 13 Sekunden meines Lebens, die ich verschwendet hätte, unwiederbringlich verloren. Aber hey, that's life. Ist auch schön, wie er sich hier so abpaddelt.
Einfach ein begnadeter Schwimmer. Der könnte, glaube ich, bei der Olympiade ordentlich punkten. Ja, wir sind richtig. Goldrariro, richtig. Wir können hier nicht mal vernünftige Treppen bauen. Ich bin schon ein bisschen nervös. Also ich bin gespannt, was mich erwartet. Endlich mal wieder eine Klettereinlage. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Ah, da kann ich klettern. Wir wollen uns ja nicht die Knochen brechen, bevor der Kampf losgeht. Upsa! Mann, wir sind sowas von sportlich. Hey, ich kann die Kamera bewegen. Was bist du denn? Ich habe das Gefühl, ich möchte dem gar nicht zu nahe kommen. Oh, hier komme ich runter. Sieht aus wie so eine Saurier-Echse. Etwas, was man. Wow! Alter, wie etwas, das man ungern verärgern möchte. Das ist giftig. Scheiße. Das war nicht besonders klug. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Natürlich nichts. Sag mir nicht, der klettert hier die Wand hoch. Oh, Scheiße. Ich habe es die letzten Parts schon gesagt. Ich glaube, wir werden sterben, aber ich glaube, diesmal werden wir wirklich sterben.
versteht jemand keinen Spaß. Ich glaube, das ist jemand... Ich glaube, der wird sich nicht leicht töten lassen. Ich befürchte gerade ein bisschen die Worte. Ich will da nicht runter. Wow! Hallo? Stehst du mal wieder auf? Hallo, steh auf. Was ist denn das, ey? Meine Fresse! Pisser! Mann! Fängt ja super an, ey! Mistvieh! Ach komm, jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder runterrennen? Boah, leck mich doch am Arsch! Ja komm, ich greife ihn noch nicht an, jetzt renne ich hier einfach schnell runter. Damit wir auch da unten erst sterben, bevor wir kämpfen. Oh, geh, du Behinderter. Behindi, du dummes Stück. Du Hauptschüler, du. Seine Füße sind seine Schwachstelle. Ich glaube, das war wieder nicht so schlau. Okay. Wo zielst du denn hier hin? Komm. Ich bin gerade wieder extrem leise, es tut mir leid. Das liegt daran, dass ich gerade wirklich voll bei der Sache bin. Der zeigt mir aber auch nur seine rechte Seite. Thank you.
Warte mal, oder muss der vielleicht... Vielleicht muss der auch nach oben klettern, damit ich ihn dann runterschieße. Versuch das einfach jetzt mal. Gut, hier ist eine Treppe nach oben. Ich meine, jetzt haben wir ihn ein paar Mal getroffen, aber dadurch wird er jetzt keine Energie mehr verlieren. Und in der die Stimme unserer Weisheit hat ja gesagt, was hat sie gesagt? Hier, einen Schatten, der die Wand hochklettert. Ich glaube, ich kann ihn auf die Fresse steigen und ihn dann in den Mund stechen. Jawollo! Verdammt! Hey, aber ich muss sagen, das ist wirklich sehr interessant wieder gemacht. Wow! Du blöder Sack!